Willkommen in meiner Küche. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir läuten jetzt langsam das Oktoberfest ein und an diesem Projekt möchte ich mich beteiligen. Ich möchte mit euch heute zusammen einen Schweinebraten machen. Ihr wisst, ich habe schon mal einen Schweinebraten gemacht, komplett im Thermomix, kann man nicht sagen. Also eigentlich ist die Vorarbeit im Thermomix und der kommt am Schluss noch im Ofen. Heute nehme ich mir den Thermomix zu Hilfe, werde den Ansatz von der Soße hier drin machen. Danach werden wir den Schweinebraten im Ofenmeister vom Pampered Chef zubereiten, damit wir eine ganz tolle Kruste bekommen. Und am Schluss werden wir die Soße sowie die Knödel im Thermomix machen. Und apropos Knödel, das muss ich nochmal dazu sagen, ich habe heute Oktoberfestknödel der Firma Burgis. Habt ihr jetzt auch sicher schon gesehen hier auf YouTube. Da gibt es schon mehrere YouTuber, die damit gearbeitet haben. Da ist extra eine Anleitung drauf, wie man die nutzen kann im Thermomix. Und die werden heute getestet. Zumindest die. Ich habe schon, wenn ich das sagen darf, die Halb- und Halbteige getestet. Die sind fantastisch. Also das muss ich ganz klar sagen. Heute Burgis Oktoberfestknödel im Test. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Wir wollen ja auch nicht zu lange schnacken. So, ich packe mal meinen Ofenmeister zur Seite erstmal. Und wir beginnen mit einer ganzen Zwiebel, die ich halbiert habe, und mit 50 Gramm Speck. Die geben wir jetzt hier in den Thermi. Und wir geben 20 Gramm Öl oben drauf. So, ich mache das immer so aus der Hand. Und das wird jetzt erstmal angedünstet. Ach Quatsch, erstmal wird es klein gemacht und dann wird es natürlich angedünstet. Also pass auf. Ja, ich bin schon, warum stellt er sich der jetzt ab? Jetzt schaltet sich der Thermi ab, weil ich zu lange gequatscht habe. Dann schalte ich ihn nochmal wieder an. Müssen wir mal ein Momentchen warten. Die Vorbereitung war zu lange. Und ich bin sehr gespannt auf den Schweinebraten auf dem Ofenmeister, wie die Kruste sich entwickeln wird. Da bin ich selber schon wieder aufgeregt. Also das damalige Ergebnis war ja sehr gut. Kann man nichts sagen. Aber vielleicht kann ich mir auch diese 2-Stunden-Schritte mit dem Thermomix einfach ersparen. Also 5 Sekunden, Stufe 5. Es ist jetzt wirklich super rappelzappel klein. Jetzt kommt hinzu Salz. Pfeffer. Dann habe ich hier Suppengrün. So, jetzt muss ich das mal kurz sortieren. Und zwar habe ich Porree in Ringe geschnitten. Da ist noch ein bisschen, jedes Mal vergesse ich das Wort, Sellerie. Und ich habe hier noch Petersilie. Kommt alles hinzu. So, schiebe ich nochmal die Zwiebel und den Speck vom Mixtopfrand herunter. Und es geht ans Andünsten. Das Ganze dünste ich jetzt 4 Minuten bei 100 Grad auf Stufe 1 an. Das haben wir beendet. Schiebe ich den mal zur Seite. Hol mir meinen Ofenmeister. Es handelt sich hier um Stoneware, für jeden, der das nicht kennt. Wir fangen jetzt an. Zuallererst holen wir jetzt die angedünsteten Zwiebeln und den Speck mit dem Gemüse raus und geben das in den Ofenmeister. Damit ihr alles besser seht, werde ich jetzt die Kameraposition ändern. Hier haben wir jetzt also das ganze angedünstete Gemüse. Jetzt hatte ich noch bei meinem Bund Suppengrün Mohrrüben dabei und die habe ich im Ganzen belassen. Lege die jetzt hier dazu und wir brauchen noch 2 Kartoffeln. Das gibt nachher Bindung und die lege ich jetzt hier an die Seite. Warum tue ich das, kann ich euch sagen. Wir legen gleich den Schweinebraten oben drauf. Und so findet hier im Topf eine wunderbare Zirkulation statt. Die Stoneware kann richtig arbeiten. Und so wollen wir ja auch unseren Schweinebraten sehr kross bekommen. Hier ist er. Der wird jetzt so oben aufgelegt. Ich muss mal gucken, dass er mir nicht so hoch kommt. Jetzt futschle ich hier noch mal ein bisschen rum. So. Tickchen
tiefer möchte ich ihn haben. Ja, so passt das gut. Der wird ja jetzt auch noch gleich ein bisschen in sich zusammenfallen. Ich habe noch eine Paprika, die gebe ich dazu. Die gibt nochmal schön Geschmack nachher an die Soße ab. Und jetzt geht es an die flüssigen Bestandteile. Zuallererst gebe ich 400 Gramm Gemüsebrühe hinein. Und eine Flasche, ich nehme Vitamalz. Es ist vollkommen egal, was für ein Malz ihr nehmt. Ich persönlich empfinde nur dieses Vitamalz als ja, sehr würzig. Das kommt hier jetzt mit rein. Ich habe den Schweinebraten gesalzen und gepfeffert. Und jetzt verschließen wir den Ofenmeister auch schon. Und so kommt das Ganze in den Ofen bei 230 Grad jetzt erstmal eine Stunde mit dem geschlossenen Deckel. Eine Stunde ist jetzt rum. Der Braten sah schon sehr gut aus, aber ich möchte den Überraschungseffekt, ich werde es euch noch nicht zeigen. Ich öle jetzt hier ein wenig meinen Varoma ein. So. Ich habe den Deckel abgenommen vom Ofenmeister. Und lasse weiterhin den Schweinebraten bei 230 Grad im Ofen. Das sind jetzt die Burgi-Knödel. Die sind vorgeformt. Das finde ich echt toll. Ich mag es so auch schon vorab, das kann ich schon vorab sagen, lieber, weil diese Klöße, wo schon die, wie soll ich sagen, die Pelle dran ist, das finde ich immer schrecklich. Das ist so schleimig, bis ich das abhab. Das ist so nervig und deswegen nehmen wir jetzt diese. Die haben eine schöne Größe und wir gucken mal hier drauf. Da steht mit 600 Milliliter Wasser in den Mixtopf geben. Das machen wir jetzt. Also, jetzt kommen 600 Milliliter Wasser in den Thermomix. Deckel drauf. Die Burgi-Knödel oben drauf. Und wir haben hier die Beschreibung direkt auf der Verpackung. Und hier steht, die 600 Milliliter Wasser in den Mixtopf geben. Varoma mit Knödel aufsetzen, 30 Minuten Varoma Stufe 1. Und nach 30 Minuten Varoma Stufe 1 sind die fertig. Und dann wird auch unser Braten fertig sein. Unser schönes Schweinebraten. Und dann nehmen wir das ab und machen noch unser Süßchen im Varoma, hätte ich bald gesagt, im Mixtopf. Und dann werden wir genießen. 1,5 Stunden insgesamt sind jetzt rum. Wir haben hier noch 6 Minuten mit den Klößen. Das ist auch gut. Ich hole euch jetzt mal den Braten aus dem Ofen. Jetzt schaut euch das mal an. Es riecht nicht nur fantastisch, nein. Er sieht auch fantastisch aus. Und die Kruste. Ich hoffe, man hört das. Wo ist mein Messer? Moment. Ich will mal mit der Gabel. Hört ihr das? Also Kruste hat funktioniert. So, wir machen jetzt Folgendes. Ich habe jetzt hier meine Servierplatte und ich nehme jetzt das Stück Schweinebraten raus. Das soll jetzt nämlich noch einen Moment auf der Platte ruhen. Da kommt jetzt Alufolie ein Stück drüber, dass es sich entspannen kann. Wir haben jetzt hier im Ofenmeister einen perfekten Sud. Man könnte es theoretisch jetzt auch schon andicken. Ich mache das so. Ich hole jetzt hier die festen Bestandteile raus, bis auf eine Wurzel und eine Kartoffel. Die will ich nämlich gleich schön mit hochpürieren. Das dickt die ganze Sache nochmal an. Und wie gesagt, das andere nehme ich raus. Das hat seinen Geschmack jetzt wunderbar abgegeben in die Soße. Unsere Klöße sind fertig. Wir ziehen den Varoma auf einen Teller und stellen es jetzt erstmal zur Seite. Wunderbar. Da braucht ihr auch keine Angst haben. Die werden jetzt nicht kalt. Nehmen unseren Deckel ab. Und der entstandene Sud jetzt sozusagen, den kippen wir erstmal weg. Jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen den Sud aus dem Ofenmeister und geben ihn in unseren Thermomix.
Und wir werden das Ganze jetzt gleich schön hochpürieren. Der Sud an sich schmeckt so schon super lecker. Ich habe den eben schon probiert. Wir nehmen dafür noch eine Kartoffel und auch eine Wurzel. Und dann schauen wir gleich mal. Wir werden das also jetzt gleich hochpürieren. Von Stufe 5 bis 10. Stufenweise werden wir das hochpürieren. Damit das jetzt mal schneller geht, fülle ich das mal gerade ein. Sud haben wir drin. Jetzt gebe ich hier eine große Kartoffel erstmal zu und die Wurzel. Restlichen Sud hier noch. Ach komm, ich mache beide Kartoffelchen dazu. So, und jetzt geht's ans Finish sozusagen. Wir stellen jetzt hoch auf Stufe 5 und dann püriere ich das etappenweise hoch. Perfekt! Schaut mal, wie dick die Soße ist. Ist perfekt. Probiere ich nochmal. Oh, die ist sehr gut abgebunden. Gut, dass ich beide Kartoffelchen reingegeben habe. Wirklich, diese Soße ist ein Träumchen. Bisschen süßlich, ganz leicht durch das Malz. Die Zwiebel kommt nicht zu stark hoch, also wunderbar. So, jetzt mache ich mal hier kurz meine Arbeitsfläche frei. Dann hole ich den Schweinebraten und dann wird das angerichtet. So, ihr Lieben, ich bin richtig begeistert. Nicht nur vom Schweinebraten, sondern auch total von der Soße und von den Klößen vor allem. Ich zeige euch erstmal jetzt ein Bild. Es ist für mich schwer, das hochzuhalten. Das kommt hier. Und ich muss euch sagen, ich habe es ja alles auf die Servierplatte gegeben. Ich finde, das sieht richtig toll aus. Und das sieht auch toll aus, wenn ihr das auf dem Tisch so präsentiert. Ich habe mir jetzt noch einen Teller geschnappt. Ihr seht, ich habe hier meine Platte und ich werde mich jetzt bedienen. Ich habe noch einen schönen Rotkohl dazu gemacht. Gehört für mich persönlich einfach dazu. Finde ich spitzenmäßig. Ach so, und dann wollte ich ja hier gleich noch den Krustentest mit euch machen. Und vor allen Dingen, ich liebe ja Klöße. Klöße über alles. Ich bin ein kleiner Kloß und ich brauche Klöße. So. Und ich möchte hier ein schönes Stück haben. Schön mit Kruste. Kruste, das ist ja wohl das Wichtigste, ne? Ich verstehe immer gar nicht, wenn jemand sowas macht und die Kruste nicht mag, denke ich immer, oh mein Gott. Ach, guck mal, das ist ein Bild für die Götter, wirklich. Jetzt noch ein bisschen Süßchen drauf. Ich habe mal ein Stück Kruste abgemacht. Hört mal. Mmh, lecker. Mmh. Die ist so lecker. So. Und jetzt probieren wir mal alles. Erstmal brauche ich ein Stück Schweinebraten. Ich kann euch sagen, butterzart. Beim Schneiden habe ich das schon gemerkt. Da war ich richtig angetan. Und auch saftig. Und jetzt schön in die Soße. Mal probieren. Mmh. Toll. Der ist sehr gut geworden. Wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Mein Rotkohl, den kann ich euch gerne mal verlinken. Den mag ich ja prinzipiell immer. Und jetzt kommt mal so ein Burgi-Kloß. Das Erste, was ich total super finde, ich muss euch das versuchen zu zeigen. Da könnte man wirklich denken, meine Mutter hat sie gemacht. Guckt mal, seht ihr den Kern? Da ist ein schönes Toastbrot drin. Rotkrümel. Und meine Mutter macht das auch immer so. Und sie sagt auch immer, Claudia, das ist ein Zeichen von Qualität. Und das werden wir jetzt mal sehen, ob das ein Zeichen von Qualität ist. So. Schön in der Soße. Lecker, wirklich. Die schmecken wirklich, als ob ich sie selbst gemacht hätte. Und das war doch wirklich keine Arbeit, ne? Und ich musste mir nicht die Hände verbrühen, wenn ich diesen, ja, dieses Netz entferne. Mmh. Super lecker. Super lecker. Ich muss das jetzt essen. Vor allen Dingen der Rest der Familie wartet. Die wollen ja auch alle zuschlagen. Also, ich verlinke euch selbstverständlich alles in die Infobox.
wo bekomme ich die Sachen her, wo bekomme ich die Knödel her und so weiter und so fort. Wenn ihr Fragen habt, gerne an mich. Super, super toll. Ich bin wirklich sehr, sehr angetan. Ich wünsche euch einen wunderbaren, ja, ich sag mal Oktober. Ein wunderbares Oktoberfest, weil Schweinebraten gibt es auch auf dem Oktoberfest. Also, bis dann. Alles Liebe, euer Thermosternchen. Thank you.